Aber vorher will ich mal kurz gucken. Gamora ist ja einen anderen Weg gegangen als wir gerade mit Drax. Das ist hier auch nochmal eine Basiskomponente für ein cooles Upgrade. Keine Chance. Aber Wir wissen scheint beide, dass es zu weit für dich ist. so nicht der Fall zu sein. Moment. Auch wieder Dinge mal, die man zerballern kann. Weg frei. Na, Irgendwas siehst du müssen wir wohl. doch benutzen können. Danke. Vielleicht einen großen Baum? Ich bin Groot. Größer als Groot. Denkst du, die Statuen stellen Monster auf diesem Planeten dar? Sie sind aus Stein. Danke, du Genie. Ich meine, vielleicht steht Hellbender deshalb so auf Monster. Noch ein. Einfacher wäre es, den Nager zu werfen. Nein, wer ja. Was ist, wenn er sich ein Bein bricht? Sind ja Teamkameraden, ne? Immer noch mal. Niemand wirft Rocket. Statuen beobachten uns nicht. Sei da nicht so sicher. Man sagt, Lady Hellbender hat überall Augen. Natürlich sagt man das. Wow, echt dunkel hier drin. Wenn du auf Monster triffst, sag Bescheid. Ja, ja. Monsterplanet. Stimmt ja. Da. Hey, ich baller nicht ziellos rum. Doch, komm schon. Mein Handeln ist stets zweckorientiert und... Naja, ich hab's doch gerade richtig gedrückt. Das Alter. Was mache ich denn gerade verkehrt? Ich drück doch. Ja, zwei und nochmal. Jetzt. Warum? Also diese. Sieht bestimmt an den adaptiven Triggern, ganz bestimmt. Alter! Komm schon, baller die Scheiße weg hier. Danke. Mann, 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 das müssen wir noch ein bisschen üben hier. Ich hab noch nicht so, wie ich mir das wünsche hier. Dann gibt es kein Problem. Basiskomponenten. Hey, hier unten ist noch eine Ruine. Ah, vielleicht könnten wir einen Katapult bauen. Wir werfen Rocket nicht. Aber vielleicht gibt's hier was anderes. Drax, kannst du den hier umwerfen? In der Tat. Na los. Perfekt. Danke, mein Freund. Ich hab sie wohl verärgert. Okay. Versucht nicht abzustürzen. Das ist dein Tipp. Oh, ich hör da schon was. Ein großartiger Ort für die Skulptur. Moment. Hört ihr das? Augen auf, Leute! Die Gegner sind unglaublich aus! Konzentration! Echt, die sind gefliegte Zecken! Tipps vergehen wie im Flug, wenn man Spaß hat! Touch ihn, Groot! Es ist in Ordnung, um Hilfe zu bitten, Peter Quill! Große Probleme verlangen nach großen Lösungen! Danke, Drax! Dann fang mal an, sie wegzuklappen! Die nächste Runde geht auf mich! Bitte sie fest! Achtet auf die Stacheln! Die schlimmsten Insekten sind die mit Flügeln. Ich stelle mich als Bestie von Lady Hellbender. Vergiss nicht, dass wir eine dieser Bestien verkaufen. Zerhack sie! Auf die Spitze geschnitten! Langsam vermisse ich diese Galaxie. Sag doch was nicht! Die können fliegen! Das hast du auch noch, Genie! Ist noch jemandem aufgefallen, dass dieser Ort nicht voll aussieht? Das passt es ja, dass er mit Leichen... Verhack
Genug von diesen minderwertigen Kreaturen. Ich will Monster. Ich bin groß. Ah, gut. Ich bin gerade auch ziemlich verwirrt. Das Leistung war das nicht gerade? Seht euch einfach um. Hier muss irgendwo ein Weg sein. Warum sollte dieser Weg richtig sein? Okay, Gamora. Ich würde sagen, es geht mit. Ich setze 50 Units dagegen. Nein, wir sind nicht fast da. Vor uns liegt noch der halbe Planet. Lady Hellbender könnte diesen Dschungel in 7 Schritten durchqueren. Natürlich könnte sie das. Oder sie würde über die Berge fliegen. Oh, fliegt sie jetzt auch? Sie besitzt fliegende Kreaturen. Ich habe gehört, sie kann Laserstrahlen aus den Augen schießen. Das gefällt mir. Ah, das wusste ich noch nicht. Und es soll in Wahrheit 9 von ihr geben. Daher der Name Fetnaf 9. Ha, das ist absurd. Ah, das ist absurd? Gamora, räumst du uns den Weg frei? Man sagt, Lady Hellbender spürt jeden Schlag, der ihren Dschungel versetzt wird. Wow. Ein alter Nova-Bomber. So einen habe ich seit dem Krieg nicht mehr gesehen. Ein Dutzend Schiffe war nötig, um einen abzuschießen. Ein Dutzend Schiffe. Oder eine Chitauri-Spionin. Das nehme ich mal als Kompliment. Immer noch kein Anzeichen von der Festung? Nein. Ist das überhaupt der richtige Weg? Was dauert da so lang? Angst? Nein. Aber jemand anders sollte die Todesgrube zuerst überwinden. Ich und Groot sind die Handelsware. Nur einer von euch ist die Handelsware. Plan A und Plan B, okay? Würde sonst noch jemand gern weiter... Geh einfach. Nein, geh du doch. Niemand muss gehen. Gehen Anführer normalerweise nicht vor? Nicht, wenn es gefährlich ist. Denn ich muss ja auf alle aufpassen. Klar. Seht ihr, alles gut. Sehr galant. Okay. Denkt nicht mal dran, mich zu schubsen, Attentäterin. Es gibt viel bessere Methoden, um jemanden zu töten. Ganz vorsichtig. Ja, ja. Ach komm, wenn die gut aushalten. Ey, komm. Sagt, da unten ist irgendwas. Ja, dieses Monstervieh, was wir die ganze Zeit irgendwie schon vermuten. Mal kurz reingucken. Oh, was ist denn das für ein Ding? Das ist ein Tentakel-Superteil hier. Dankeschön. Starkes Mädchen. Gut gefangen. Gern geschehen. Gewöhn dich nicht dran. Oh, Wackelpudding-Alarm. Wir sind hier nicht allein. Ich regel das. Ui. Alter. Hat jemand eine Ahnung, was das ist? Bisschen was von Stranger Things, oder? Gesundheitsmarkierung. Manche Gegner haben mehrere Gesundheitsbalken, die durch die Markierung über der Anzeige angezeigt werden. Ist ein Balken leer, verschwindet seine Markierung und der nächste erscheint. Ach nee. Jetzt sind alle Markierungen weg, wird der letzte Gesundheitsbalken des Gegners angezeigt. Okay. Wenn die Aufforderung erscheint, drücke... Okay. Geilo.
Aktionsaufforderung. Wenn deine Schwunganzeige aktiv ist, kann während des Kampfes eine Aktionsaufforderung angezeigt werden. Drücke sie, um einen speziellen Wächterangriff auszulösen. Erfolgreiche Aktionsaufforderungen machen Gegner kampfunfähig. Unglaublich! Unglaublich! Heilige Bestie, beende den Kampf! Komm zurück! Stranger Things Viech, komm zurück! Waldi macht einen Abgang. Waldi. So ganz siegessicher wäre ich noch nicht. Ich sage hinterher, bring dir zu Ende. Oh, es regnet. Einem echt Angst machen kann. Es riecht nach feuchten Waschbären. Meine, da oben gibt es offensichtlich einen Ausweg. Und genau das brauchen wir. Außerdem haben wir dann freie Sicht auf unser Ziel. Also, ja, ja, machen wir gleich den Visor. Fick dir noch was rum. Okay. Wie machen wir das? Gute Frage. Gib dich in eine erhöhte Position. Mhm. Vielleicht ist diese Höllenlady eine alte Kriegsheldin und kann uns Nova vom Hals schaffen. Ich würde den Krieg nicht erwähnen. Warum nicht? Der Reichbar will die Erinnerung nicht erneut durchleben. Genau. Ich frag mich langsam, ob ich nicht der mit dem schicken Visor sein sollte. Ich würde dir kein Wort glauben. Da sind wir uns mal einig. Auch ich ziehe Peter Quills Unfähigkeit den Lügen des Nagels. Gamora, wie weit kannst du an dem Ding hochklettern? Finden wir es raus. Genießt du diesen Moment, Attentäterin? Welchen Moment? Den Besuch am Grab deiner Feinde. Das Nova Corps war nicht mein Feind, Drax. Es war der Feind meines Vaters. Ja. Siehst du was Nützliches da oben? Hier ist dieser verdreckte Reaktor. Ein paar Schüsse müssten ihn runterholen. Das Reaktorteil da scheint lose zu sein. Und ziemlich dreckig. Okay, ich bin ziemlich sicher, das Baby ist unser Ticket nach oben. Irgendwie. Es ist weder ein Baby noch ein Ticket. Es ist ein Reaktor. Ups. Aber trotzdem mal kurz gucken, was bei hier hinter ist. Bei unserem Tempo hat Hellbender, wenn wir endlich ankommen, das Monstersammeln längst aufgegeben. Werkbank, haha. So, Upgrades. Wir waren ja fleißig am Sammeln. Würde mich nicht überraschen. Okay, Rocket, finden wir raus, ob das Ding noch funktioniert. Ja, okay. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Lebensgefahr Buff. Und taktischer Scan. Scannt Gegner im Kampf mit dem Visor. Kann man auch gerne machen. Ding, ding, da ist es. Und das war's wahrscheinlich, ne? Ja, immerhin. 6 von 14. Okay, Zeit wird verlangsamt. Also, nicht schlecht. Wo waren wir? Wir warten auf dich, um diesen Apparat zu erklimmen. Ah. Ja, ja. Genau. Wollen wir wirklich wieder rauf? Ich gewöhne mich langsam daran, nicht völlig durchnässt zu sein. Vielleicht hat der Sturm sich gelegt. Bei unserem Tempo? Oh, Schiffswrack ist da oben, oder was, ne? Wert, dass man um ihn kämpft. Vielleicht war er es gar nicht. Vielleicht sind diese Schiffe nur Opfer der Stürme geworden. Meint ihr, hier war eine Geheimbasis? Wirklich? Drax, das Ding zu bewegen ist kein Problem, oder? Richtig, genau wie die mächtige Lady Hellbender bin ich ungewöhnlich muskulös. Hm? Ja? Haben wir verstanden. Diese Einheit ist enorm schwer. Ich dachte, du bist ungewöhnlich muskulös. Weißt du überhaupt, wo er hin soll? Ich habe nur die Anweisungen unseres Anführers befolgt. Ach nee, da soll er nicht hin, alles klar, verstanden, ist ja gut. Warte, hier, Moment, da. Nein, upsala. So, Drax. Kommst du über den Reaktor aufs Schiff? Nicht, wenn er da drüben steht. Ob da drin wohl noch Leichen sind? Mumifiziert und so? Wenn sie da drin sind, sind sie nicht mumifiziert. Es ist viel zu feucht hier. Da hast du's, Kumpel. Vielleicht sind sie Pflanzenfutter. Und stell das Ding mal hin. Was jetzt, Peter Quill? Überrascht mich, dass das Ding noch nicht ausgeschlachtet wurde. Anscheinend stehen nur ein paar Kabel zwischen der Tragfläche und einer provisorischen Brücke. Kannst du was mit einer kaputten Reaktoreinheit anstellen, Rocket? Ja, jede Menge. Bewegen gehört nicht dazu.
Okay, nochmal was anderes. Kannst du das hochheben, Drax? Werde kein Opfer deiner Unentschlossenheit, Peter Quill. Hier ist gut. In Ordnung. Ja, viel mehr Möglichkeiten gibt es auch gar nicht. Danke, Drax. Welchen Zweck erfüllt er hier drüben? Abwarten, abwarten. Nur Geduld. Kein Riesenmonster. Alles gut. Wird schon schief gehen. Das hat Spaß gemacht. Ist wieder umgekommen? Hey, Quill, bist du tot? Nein! Wow! Ich lebe! Benötigst du Unterstützung, Peter Quill? Schon was ist das okay. Für ein Ding hier? Ich krieg das hin. Was ist das Schönes hier? Zeig mir das mal an hier. So, was ist denn das? Neues Wächter-Sammelobjekt gefunden. Okay. Ach, komm schon. Hey, Gamora, könntest du mich rüberziehen? Vielleicht, wenn du dein Schwert in die Ritze steckst. Bist du sicher? Ja, ich weiß, gewöhn dich nicht dran, aber ich brauch dich wirklich. So, genau, tipp. Da steck es rein. Okay, ja, los, komm. Ist das gut? Ja, ist perfekt. Großartig. Ja, großartig. So, schmeiß mich hoch. Danke. Von den Riesendingen der Schlucht? Klar, wir haben einen Deal gemacht. Es darf Groot zuerst fressen. Ich bin Groot. Das war nur ein Scherz, Kumpel. Können wir jetzt nach oben aufs Schiff gehen? Dieses Wrack ist so verrostet, man sieht kaum noch das Blau. Der Krieg ist lange her. Und hier ist es von allen Seiten nass. Mir kommt's vor wie gestern, aber nicht im guten Sinne. Wann fällt diese Tragfläche ab, damit wir diese leidige Grube verlassen können? Wir warten anscheinend darauf, dass die Natur das für uns erledigt. Seht ihr, so ist das, wenn wir uns von Ideen beflügeln lassen. Denn ein Flügel kann zur Brücke werden. Beflügeln. Versteht ihr? Nein. Ja. Kommst du jetzt darauf? Dauert nur eine Sekunde. Das weckt Erinnerungen. Beeindruckend. Dankeschön. Na, das war doch einfach. Gutes ah, was lange währt. Genau. Ich hab passiv geholfen. Okay. Rutschi gewinnt um Toast Raumwipfel. Wir kommen. Eins ist klar. Wir hätten diese Aufgabe ohne die Attentäterin niemals bewerkstelligt. Das stimmt. Hat Drax gerade Gamora gelobt? Ich gewähre Anerkennung, wo sie angebracht ist. Hat auch lang genug gedauert. Wir wissen alle, dass Gamora super cool und super wertvoll ist. Und sie hat noch nicht versucht, uns zu töten. Warum hast du mich noch nie für irgendwas gelobt? So, unter dem Radar Roman Day, nach dem Fall von Xander, habe ich das World Mind gebeten, sich an abgelegene Welten zu wenden, an irgendjemanden, um unsere Chancen gegen die Chitauri zu erhöhen. Sie wollten nichts davon hören. Sie sagten, ich solle mich wieder um meinen Auftrag kümmern. Trümmer wegräumen, statt Vorbereitungen auf weitere Zerstörung zu treffen. Sie bestehen darauf, dass wir nur weitere potenzielle Feinde in den Krieg hineinziehen und alles schlimmer machen. Aber Xander existiert nicht mehr. Zerteilt wie eine reife Drehmfrucht. Was könnte schlimmer sein? Also habe ich meine Uniform abgelegt, ein Schiff gestohlen und bin geflohen. Ich habe mein Leben dem Nova-Korps verschrieben. Es zu verlassen widerspricht allem, wofür ich stehe. Aber ich muss etwas unternehmen. Wir alle müssen das. Ich bin unterwegs nach Zeknaf 9, wo eine mächtige Monsterkönigin herrscht. Ihr Planet liegt genau auf dem vorberechneten Kurs des Chitauri-Vorstoßes. Vielleicht kann ich sie zum Handeln überreden, bevor es zu spät ist. Vielleicht können wir sogar eine Allianz schließen. Wir brauchen so viele Freunde, wie wir kriegen können. Wie er gesagt. Mir war nie klar, dass Zeknaf im Krieg so ein Hotspot war. Jeder Ort in diesem Krieg war ein Hotspot. Da ist sie, Lady Hellbenders Festung. Sie ist größer geworden, so viel steht fest. Ha, sie ist nicht größer geworden, wir nähern uns. Danke, Drax. Sieht aus, als gäbe es einen Weg darunter. Quill, du musst dieses Schiff sehen. Erblicket Lady Hellbenders Zorn, selbst die Chitauri fürchteten sie. Was hat Captain zerstreut jetzt wieder vor? Ja, da vorne blinzelt was. Wenn er uns überruft, bin ich raus. Wow, 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 Leute,
da liegt ein fantastischer Haufen Schrott auf dem Boden. Es ist so interessant, dass wir alle unsere Finger reinstecken sollten. Ich kann dich mit dem Wind hören. Ich kann dich mit dem Wind hören. Rutschpartie. Okay, es geht los. Na? Schleimig. Oh, wir stecken fest. Leute. Nicht gut. Gar nicht cool. Überhaupt nicht cool. Steckt mal lieber noch nicht hier runter. Oh nein. Okay, wenigstens Genaro war so schlau, auf uns zu hören hier. Na, steckt ihr fest? Ja. Wie kommst du darauf? Sohn eines Schmeck, greif danach! Das Schwert ist zu kurz, treib ein Seil auf! Ja, und so schnell! Wo soll ich hier ein Seil finden? Keine Ahnung. Ja, guck einfach, Mensch! Und Rocket ist nicht so groß. Flak, 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 flak! Ach komm schon! Okay. Na? Na? Was hast du denn gemacht? Hexenwerk. Das ist so kalt. Jetzt ist Eis. Rocket! Kann jemand da rausholen? Geht sie durchs Eis durch gerade? Okay, das gucken wir uns jetzt mal nicht an. Eiskanone jetzt oder was? Ich weiß nicht, meine Blaster sind. Ah, so deine Star-Lord-Fähigkeiten? War ich noch ein Kind. Ich mach das nicht mit Absicht. Klassische Smart Toy Tech. Da denkst du, du hättest schon alles gesehen und dann sowas. Hey, zeig doch mal. Gehst du mal sehen? Finger weg von den Waffen. Quill, ich will doch nur sehen, wie die funktionieren, sonst wird es ja gleich Zauberei sein. Oder Hexen. Mein Spielzeug. Leute. Oder explodierte Neurolinks mit polymorphen Nanolegierung. Oder Hexenwerk. Es geht wieder los. Würfel. So, Elementarschüsse. Du kannst jetzt Blaster-Elementarschüsse ausrüsten. Drücke, um den Eisschuss auszurüsten. Das Symbol über dem Gesundheitsbalken eines Gegners gibt dir Schwäche an. Ja, ja. Regenerieren sich mit der Zeit und werden von besiegten Gegnern fallen gelassen. Okay. Instant Eiswürfel. Das macht Spaß. Wir freuen uns total für dich und deine Waffen, Quill. Sie kann dich nicht hören, Fieselhirn! Diese Dinger müssen abkühlen! Was seht ihr? Willst du damit andeuten, zu werden? Kann jemand das Wackeln abstellen? Der äußere Dreck dient nur der Ablenkung vom Kern! Zeig, was deine echte drauf hat! Ich kann nicht tun!
Monster! Wie soll das gehen? Die Dust-Mistgesichter haben das Schlachtfeld komplett unter Kontrolle. Sieh sie dir nur an! Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich auf dieses Schlachtfeld blicke? Ich sehe euch an. Und ich bin wie hypnotisiert. Ich mein's ernst. Dank euch würde ich am liebsten rund um die Uhr nur kämpfen. Wer ist dabei? Der Schinken ist unser! Zerlegt! Wir sind nah dran, aber wir müssen da raus. Ich glaube, wir können. So, neuen Fähigkeitenpunkt. Moment. Drüber klettern. Ding, ding, ding. Gebt dem Mann einen goldenen Stern. Finden wir heraus, wie wir darauf kommen. Sterne bestehen aus Wasser. Stern! Finden wir heraus, wie wir darauf kommen. Drax, kannst du diese Kanone rausziehen? Ich versuch's. Sie ist sturer als erwartet. Ja, machen wir gleich mit dem Eisschuss. Einmal mal kurz gucken. Kannst du sie nicht ein bisschen länger halten? Das sein kann, dass sie noch irgendwas bemüht. So, alles Kanone ist ausgerichtet. So. Hey Gamora, upsala. Kannst Nein. du diese Kanone rausholen? Wenn du ein paar Zyklen warten willst? Nein, will ich nicht. Rausholen. Drax macht das. Wir brauchen einen Weg, um sie in Position zu halten. Offensichtlich. Ich kann sie nicht ewig halten. Beeindruckend, Peter Quill. Jetzt müssen wir die nächste rausholen. Na, da passt der Rocket durch, oder? Vielleicht in dieses kleine Loch zwängen und versuchen, die Kanone von innen zu lockern? Hallo, Chitauri-Schiff, voller Sprengfallen und Todesmechanismen. Ah, das schaffst du. Dinge, die du liebst? Ah, du hast recht, das stimmt. Und ich wollte schon immer mal so einen Käferbomber von innen sehen. Okay. Na, dann mal rein mit dir. Ah, was stinkt hier so? Das sind... Oh, Mist. Alles okay da drin, Rocket? Ich habe die Crew gefunden. Anscheinend wollen nicht mal die Würmer totes Chitauri-Fleisch fressen. Okay. Entspann dich. Ich leite nur die Restenergie zu der Kanone um und nichts. Weißt du was? Schlag drauf. Ich spreng das Ding. Was? Moment. Denk an die Sprengfallen und... Dankeschön. Seht euch das an. Er muss das Ding kurz geschlossen haben. Ah. Alles okay? Ja. Und jetzt auf Trocken! Gamora, kannst du uns einen Weg durch den Schrott freimachen? Ja, das kann sie. Ja, Schnippel, Schnappel. Oh, was liegt da rum? Oh, sie ist jetzt also eine Gigantin. Es heißt, Lady Hellbender sei 50 Köpfe groß. Heißt ja nicht viel. Kommt auf die Köpfe an. Schon mal einen Regalianer getroffen? So, blöder Job. Mag Ata Shabok.
Lady Helbender hat uns eine unmögliche Aufgabe übertragen. Alle abgestürzten Schiffe sollen weggeräumt werden. Sie will keinen Chitauri und Widerstandsschrott in ihrem Wald. Aber es ist so viel. Und dazu noch die Bestien und Schlingpflanzen. Und was ist mit Brücken? Hässlich, aber praktisch. Wir reißen Brücken ein und wohin damit, wenn es vorbei ist? Vielleicht verärgern wir sie, vielleicht bestraft sie uns. Aber wer räumt den Schrott weg, wenn die Schrottwegräumer von Bestien getötet werden? Vielleicht denkt's nicht daran. Vielleicht ist es ihr egal. Wichtig sind nur die Bestien. Ja, und wir haben ja Rocket hier an unserer Seite. So. Ja, ihre Köpfe sind lächerlich. Oh. Das ist kein Glück. Okay. Oh Mann. Noch ein Mörder-Tentakel. Vorsicht. Vielleicht stellt er sich nur tot. Aha. Findest du auch, dass sie aussehen wie ein Haufen kleiner Rockets, die versuchen, aus dem Regen zu kommen? Bisschen was für die Werkbank? Ja. Du bist ein cooler Dude, Groot. Ich bin Groot. Hey, da wir gerade etwas Zeit haben, ich weiß, du machst das freiwillig, aber du sollst wissen, dass ich dich nicht wirklich für ein Monster halte. Ich bin Groot. Also, du bist sehr groß und einschüchternd und deswegen glaube ich auch, dass es klappt, aber ich finde, du siehst echt toll aus. Ich bin Groot. Die anderen sehen für dich wohl ziemlich komisch aus, oder? Ich bin Groot. Das war hoffentlich kein Kommentar über meine Frisur. Ja, aber immer wieder schön mit Groot zu reden. So, das haben wir nochmal eingesammelt, nochmal ein paar Komponenten. Drax, könntest du ein bisschen nach rechts rücken? Wieso? Dein großer Hintern ist ein guter Windfang. Du darfst hinter meinen Popacken Schutz suchen. Danke. Wo wart ihr denn? Kurz mal links gucken hier. Hast du bestanden? Das ist vertraulich. Ich frage mich, ob es eine Monstergeber-Uniform gibt. Sind die organisiert? Oder gibt es wenigstens einen typischen Look? Oh, Manno. Okay, da mach ich. Obwohl ich Schilde schön finde. Ich sag euch, das liegt nur an den adaptiven Triggern hier. Mann, Alter, komm schon. Muss doch machbar sein hier. Geh kaputt. Danke. Ja, gleich. Wir gucken noch mal ein bisschen links und rechts hier. Genau. Oh, gelber Schleim, gelber Rotz. Aber müssen wir wohl rüberspringen. So. Hallo, Kantenmaler. Danke. Aber was machen wir nicht alles für Basiskomponenten hier? Ah, cool. So, nun? Ach, da oben. Ja, ich verwandle nur Wasser zu Eis. Angeber. Ich kann von hier aus mein Haus sehen. Was machst du da oben? Kundschaften. Sammeln. Kundschaften. Sieht aus, als sollten wir auf die Festung zugehen und nicht davon weg. Ausgezeichnete Arbeit, Peter. Na, was hier so alles rumliegt, Mensch. Können wir nicht wenigstens eine Leine für unser Monster haben? So einer Infiltration ist sonst immer auch Schauspielerei dabei. Ja. Ist eine aufmerksame Käuferin. Entweder sie will, was wir verkaufen, oder nicht. Ich stimme Gamora zu. Der äußere Eindruck ist die halbe Schlacht. Also wirklich, warum ist die Brücke immer auf der falschen Seite? Jetzt bestehe ich drauf, die üble Bestie zu werfen. Und ich bestehe darauf, dass wir das Muskelpaket die Klippe runterschubsen. Wozu das? Zu deinem Ende! Du bist tot! Ah, gibt es bestimmt noch eine andere Möglichkeit, oder? Wir werfen Rocket nicht. Lächerlich, du hältst uns auf, um die Gefühle der Bestie nicht zu verletzen. Wann hat er das schon für uns getan? Lass ihn runter! Na komm schon. Lass dir das eine Lektion sein, Naga. So, Rocket weiß es nach wie vor zu schätzen, dass du ihn verteidigt hast. Hört auf, Leute! Wir sind doch Profis!
Sowas machen wir nicht. Ich schon. Uns von einem Shitori-Apparat aufhalten zu lassen, ist unprofessionell. Dann hör auf zu streiten. Wir finden einen anderen Weg darüber.